Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ah, Freunde. Vorab ein dickes, dickes Sorry. Ich habe sehr viel offline gebaut. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir stehen ganz oben auf unserer Fabrik. Denn ich habe soweit alles, ich bin mit einem umgezogen. Wir haben hier drei Ebenen drin. Eine Ebene, die Stahlrohre, Platten und Schrauben herstellt. Die nächste ist an die Kupferebene und die dritte stellt Motoren und die verbesserten Stahlträger her. Und da draußen habe ich eine Betonfabrik. Und ihr seht, hier läuft alles zusammen. Ich habe auch endlich rausgefunden, wie ich besser baue. Und zwar musste ich, man kann im Baumenü ändern mit R. Da kannst du auf Loop machen. Und wenn du das hast, kannst du hier so quasi so Sachen mehrfach bauen. Das ist halt ziemlich nice. Das vereinfacht das Bauen ziemlich stark. Ja, das habe ich soweit getan. Es war eine Heidenfummelarbeit, sage ich euch. Wir gehen jetzt einmal ganz kurz ab. Ich meine, die Produktionsketten kennt ihr. Ich habe sie vielleicht ein bisschen verstärkt, weil ich ein bisschen was mehr drin habe. Hier oben, wie gesagt, haben wir die Ebene mit... Okay, hier ist jetzt nichts drin, weil das gleich alles draußen zusammenläuft. Hier kommen diese verstärkten mit Eisenplatten. Hier kommen Motoren durch. Also hier läuft alles zusammen. Es ist nicht perfekt, ganz ehrlich. Ich glaube, der läuft hier mit ja, 50% Effektivität. Ist halt so. Ich habe dann zusätzlich noch diese wunderschönen Wände gekauft, wo hier alles durchläuft. Ziemlich nice. Ich finde die wunderschön. Dieses Fabrik, das hier so alles hochläuft, ist super cool. Dann die nächste Ebene, wie gesagt, das ist die Ebene mit Kupfer. Da läuft auch alles raus und wieder, also erst raus und dann hier hinten wieder rein. Und das ist die Ebene, die ihr schon kanntet. Die habe ich noch mal ein bisschen umgebaut, weil hier irgendwie was, ja, ist... Wie soll ich es am besten sagen? Ja gut, jetzt steht still, weil schon wahrscheinlich unser Lager voll ist. Hier vorne habe ich jetzt unsere Werkbänke etc. hingestellt. Hier ist unser, wie heißt das Ding? Ich vergesse immer den Namen davon. Unser Hub. Und hier ist jetzt unser Lager. Guckt euch das super coole Ding an. Hier läuft einfach alles rein und hier runter. Und das Lager ist schon sowas von brechend voll. Kann man sich kaum vorstellen. Ich finde das ziemlich cool. Also, das ist wirklich, wirklich genial. Selbst Motoren haben wir eine Menge. Hier sind die verstärkten Stahlplatten. Hier ist Beton drin. Also alles, was wir uns wünschen können. Die einzige Problematik ist, was mich so ein bisschen wirklich nervt. Ich muss diesen Brennstoff manuell halt noch farmen. Ne? Den hier, den habe ich gerade aufgefüllt. Und ich muss den halt immer wieder reinpacken. Unser Elektro-Gedöns... Also hier fährt es inzwischen auf, was wir da hinten gebaut haben. Das habe ich noch stehen gelassen. Ich habe nur noch einen Container hier hingebaut, damit ich nicht mehr so weit laufen muss. Hier läuft es halt auch rein. Und dann muss ich die immer manuell befüllen. Das nervt mich wirklich, muss ich sagen. Gefällt mir gar nicht. Deswegen würde ich mit euch jetzt versuchen wollen, die nächste Ebene freizuschalten. Ich habe schon ein bisschen in unser Gebiet nachgeguckt. Ich habe überall, so wo Minen sind, habe ich alles markiert. Guckt euch das hier mal an. Hier sind, ich glaube, das hier waren alles Eisenminen. Also... Das ist super krass. Das sind 8 Stück insgesamt. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall die nächste Stufe freischalten. Und dann sehen wir weiter. So, was brauchen wir denn? Also, die nächste Stufe heißt für mich, wir gehen den nächsten Meilenstein erforschen. Der nächste Meilenstein, ich möchte diese Kohleenergie haben. Ich möchte mich da jetzt reinfuchsen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Wasser und wir müssen Kohle finden. Wir brauchen hierfür noch ein paar Kabel, verstärkte Metallplatten und die Motoren. Das müssten wir eigentlich alles jetzt haben. Wo sind denn die Kabel? Da. 100 Motoren und verstärkte Stahlplatten oder Eisenplatten sind das ja. Und dann können wir die Kohleenergie, den Meilenstein, mal schön abschießen.
Push the button. Milestone reached. Coal is an improved alternative power source to biomass and can be fully automated if provided water with the new pipeline buildings and power throughout the initial setup. Und coal has been added to the resource scanner. Das war's? Danke. Das will ich nicht haben. Ich will auch, dass die die Elektrizität automatisch fertig ist. Water to the coal production line. Note: Pumps will aid in vertical transport of fluids through pipes. Note: Throughput and volume indicators are added to each pipe section automatically. Okay. Bist du fertig? Gut, auf der Karte habe ich hier hinten schon Wasser gefunden und ich habe hier Wasser gefunden. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich, wenn wir ein Kraftwerk hier hinten bauen, eine ziemlich lange Leitung legen. Das sollte aber, glaube ich, nicht so das Problem sein. Aber erstmal geht es darum, Kohle zu finden. Und wir müssen jetzt erstmal Kohle suchen. Da ist Kohle. Warte mal. 700 Meter? 140 Meter. Ist das Kohle? Oh mein Gott. Wie komme ich denn darüber? Das ist so eine fliegende Insel, ne? Da hinten haben wir aber ganz viel Kohle. 1600 Meter. Moment, das ist aber auch die Richtung. Da gucken wir hin, wo unser Wasser ist. Lass uns doch einfach schon mal ein bisschen Ressourcen mitnehmen. Nur mal gucken. Wir müssen, das Bauen wird wahrscheinlich wieder viel offline passieren. Wir machen zumindest den Start zusammen. Wir nehmen das mit. Schrauben nehmen wir mit. Die Nummer 2 mit. Ach, was soll's. Kabel. Das Zeug. Jetzt haben wir 70 dabei. Das sollte ausreichen. Und den Rest nehmen wir mal Beton mit. So, wir sind zwar ziemlich voll. Und hier ist auch was. Quarz. Da hinten. Wow, was ist das denn? Blaue Elektroschnecke. Lass ich erstmal da, weil wir keinen Platz haben. Boah, das wird ein Weg. Aber was machen wir nicht alles, um Energie zu kriegen? Was es hiermit auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Aber ich sage euch, diese Fabrik, ich habe sie auch nicht im Raster von der Welt gebaut. Das habe ich jetzt bei dem Beton gemacht. Das muss ich zukünftig halt machen. Das ist für mich eine Startup-Base sozusagen, wie in irgendeinem anderen Spiel. Das interessiert mich jetzt aktuell noch nicht ganz so stark. Ne? Aber so, ich glaube, die Note habe ich mir auch schon markiert, ne? Nee, habe ich doch nicht. Ich markiere sie hauptsächlich erstmal nur. Boah, hier sind 3 Stück. 1, 2, 3. Wieder so ein blödes Viech. Den laufen wir einfach mal davon. Wie schnell ist denn der? Geh mir nicht auf den Zeiger. Da hinten sind sie. 800. Das sind halt viele aufeinander. Deswegen will ich da jetzt unbedingt auch hin. Ich hoffe, es wird nicht zu gefährlich für uns. Das ist für mich jetzt noch unbekanntes Gebiet.
bin übrigens auf eine neue Kreatur gestoßen, die so komisch Zeug geschossen hat. Das war super eklig. Der hat mich fast gekillt. Kalkstein. Da ist auch Wasser. Oh. Das bietet sich doch dann relativ gut an, um da unsere Energie herzukriegen. Ach du Schande, was ist das denn da hinten? Ich habe das Gefühl, irgendwas läuft hinter mir her. Meter. Laufen wir mal außen rum. Wo war denn das, was ich vorhin hatte? Da geht es ziemlich weit runter, aber hier ist ein Aufweg. Beziehungsweise ein Abgang. Nee, tat nicht weh. Kein Stück. Jetzt sind die Blätter schon wieder ganz anders, ne? Oh, hier ist ein Wasserfall. Oh, sieht das cool aus. Hä? Oh nö, hatte ich nicht Kohle an? Hatte ich da noch was anderes an? Da, vor uns. 100 Meter. Das wird ein Weg, Leute. Ich will nur safe... Oh, safe runterkommen. Oh ja, Kohle. Oh, sehr nice. Sehr, sehr nice. Und hier haben wir Wasser. Was ist das denn da vorne? So, ich denke mal, wir bauen unsere Energie dann auch auf Wasser. Sollte vielleicht, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht die Idee. Kalterium rein. Oh Gott, sieht's hier gefährlich aus. Kupfererz. Okay, wir bauen erstmal ein bisschen. Nehmen wir das Zweier und rasten das mal ein. Wie war denn das? Steuerung. So, wie bauen wir denn am besten? Also die brauchen Wasser und auf der anderen Seite brauche ich halt wahrscheinlich Platz für diese Kohlekraftwerke. Das heißt, shit. Okay, also, müssen wir uns mal angucken. Strom. Das ist der Kohlegenerator. Der braucht Wasser, um Kohle zu funktionieren.
Erstmal bauen wir noch ein größeres Fundament. Machen wir uns doch hier mal ein größeres Fundament hin. Das ist so cool, dieses Bauen. Also. Einen würde ich freilassen wollen. Ich würde mir mal ganz kurz zwei hier hinbauen. Und natürlich sind sie falsch rumgebaut. Es tut mir leid an alle Veteranen hier von Satisfactory. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich muss es rausfinden. So. Treibstoff einfüllen und du brauchst Wasser. Wasser. Wo ist denn Wasserproduktion? Wasserextraktor. Kubikmeter pro Minute. Was braucht denn? Sehe ich, was ein Kohlekraftwerk braucht? Ne, sehe ich nicht. Ich habe es doch nicht geleint, ne? Kann man das? Struktur, Pipelines. Okay, die müssen wir dann auch noch bauen. Wo waren das jetzt drunter? Kann ich es einrasten? Ja, rastet so ein. Wir bauen es mal hier so hin. Dann müsste das genau gegenüberliegend von dem sein. Okay, dann machen wir hier mal uns einen Gehweg rüber. Und dann brauchen wir Kohle. Und ich habe so die Befürchtung, wir brauchen wahrscheinlich auch einen normalen Generator, um das anzuschmeißen sozusagen. Weil wie sollen das sonst starten? Wasser kommt nicht ohne normale Energie. Wo waren hier jetzt Kohle? Da. Raste mal bitte ein. Das habe ich zumindest gelernt, dass man das so einrastet. Das, oh mein Gott, da ist wieder so ein blödes Ding. Was mich beschießt. Das trifft auch jedes Mal. Ich bin fast tot. Leute, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich sterbe, ne? Immer so nebenbei. Okay, wir bauen jetzt erstmal. Immer Pipes da so rüber. Damit das eingerastet ist und wir vielleicht auch ein bisschen erhöht sind. Ich will das erstmal nur so haben. Mein Gott. So ein Anfänger, ey. Rampe wäre nicht schlecht.
Okay, dann müssen wir es einen rüberbauen. Entschuldigung, ihr Lieben. Ihr habt es mit einem blutigen Anfänger zu tun. Und was soll denn das? Okay, das haben wir. Dann bauen wir einmal Kohle. Wir bauen hier alles zu. Seitdem ich das rausgefunden habe, baue ich alles zu. So, wo war die Kohle? Hier war sie drunter. Wir brauchen einen Miner, ne? Wo ist denn unsere Werkbank? Können wir hier den Miner machen? Nichts angreifen, bitte. Das sieht doch gut aus. So, wir versuchen es aber gerade zu bauen. Dass es nicht ganz so blöd aussieht. Oh, es fehlt schon Eisenplatten. Kann ich noch Eisenplatten machen? Ich hab doch meistens irgendwas noch dabei. Nö. Nur die Verstärkten dabei. Ich muss mir jetzt ja hier eine neue Kartenmarkierung hinbauen. Icon auswählen. Genau. Dann haben wir es zumindest immer auf der Karte angezeigt. Okay. Jetzt würde ich nur, bevor wir zurückgehen, mal gucken, ob ich das andere Zeug hier mitnehmen kann noch, was hier noch ist. Dieses Kalterium. New technologies can be developed based on this new superconductive gold-like element, primarily in power and electronics. A new research tree can now be accessed in the MAM. Aha. Okay, wir müssen ja mal dran denken, dass wahrscheinlich hier. Wir werden ja wahrscheinlich hier einen Splitter aufbauen. Ich mal stark davon aus.
der uns dann die Kohle da reinschifft. Das heißt, wenn ich Wasser bauen würde, müsste ich Wasser hochbauen. Kann ich schon, brauche ich dafür auch Metallplatten? Wahrscheinlich, ne? Wo war denn jetzt Wasser? Pipeline. Pipeline-Pumpe kann an eine Pipeline angebracht werden, um die Fördermenge zu erhöhen. Maximale Förderhöhe 20 Meter. Erlaubt es, Flüssigkeit 20 Meter hoch zu transportieren. Okay, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur eine Pipeline erstmal. Oh, wir haben 2D. Okay, wir bringen es erstmal hoch. Gibt es da was Schöneres? Nudel. Vertikal Auto. Dann würde ich es am liebsten einmal hochbringen oder so. Bringen wir es hier rauf. Ich muss es ja hochbringen. Ich muss Rohstoffe holen. Und man konnte die doch auch aufeinander setzen, ne? Ja, fehlen Eisenplatten. Was für eine Eisenplatten? Okay, ich brauche auf jeden Fall Eisenplatten, eine ganze Menge. Wobei, ich kann doch hier wieder ein bisschen was abreißen, oder? Und das, was ich nicht brauche. Dass wir zumindest erstmal ein bisschen weiterbauen können. Ich will ja diese Pumpe nach oben bringen, aber dafür muss ich das noch daneben bauen. Ich splitte einfach mal. Ich hätte es ja ganz gerne natürlich auch gerade, ne? Gerade. Moment, können wir da selber rauf? Noch mal Treppen gemacht. Oh, ho. Okay, cool. Pipeline. Irgendwann habe ich es raus, wo sie sind. Das muss ja relativ mittig sein. Kann ich das einrasten? Achso, was habe ich jetzt für Baumöglichkeiten? Das Vertikal sieht schon cool aus. Kann ich es drehen? Kann man drehen? Oh, das sieht ja geil aus. Ja, wir machen es erstmal so. Ah, nee, Leute, wir müssen ja erstmal. Wir müssen es nochmal abreißen. Wir müssen erstmal gerade bauen. Nö, warte mal. Wir müssen jetzt
die in Line bauen. Ist das kompliziert. Wenn man es ansatzweise so haben möchte, wie es ja... wie ich es mir gerade denke. Ich hätte es gern irgendwie, dass es einrastet, aber das passiert nicht. Egal. So, jetzt müsste ich ja hier... Das ist ja für den Anfang erstmal nur so ein Test, ne? Ist das in Range? Okay, krass. Was haben wir da von Baumodis? 2D, Nudel. Ja, so gefällt es mir. Okay, cool. Das können wir hier auch machen. Okay, das funktioniert. Okay, wenn hier das Förderband sein soll, dann muss ich das hier wegmachen. Das ist ja wahrscheinlich das erste Förderband, was wir bauen. Wir müssen irgendwie alle zusammenlaufen. Da muss ich mir auch noch eine Verteilung ausdenken. Boah, wir haben zwei Kraftwerke miteinander verbunden. Ist das geil? Ja, es geht trotzdem die Materialien aus. Ich muss wahrscheinlich gleich was nachholen. Aber von hier aus... nicht schön aus, ne? Jeder wird mich dafür wahrscheinlich hassen. Aber hey, ich glaube, wir versuchen es einfach. Ich werde das jetzt schon mal versuchen aufzubauen und einen Gang zu kriegen. Und dann dementsprechend Strom rüberzuziehen, sodass wir da dementsprechend Kohlestrom haben. Mal gucken, wie das sich das auswirkt. Wie viel wir da bauen müssen, vielleicht müssen wir mal wieder nachbauen, mal gucken. Aber wenn wir nicht mehr nachfüllen müssen, ist das so geil. Okay, ihr Lieben, dann würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank bis hierhin fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Macht's gut, bis dann, ciao.